In dieser Arbeit wurde die Elektronik zur Kapazitäts- und Widerstandsmessung für den Feuchtigkeitsfühler von unserem Industriepartner Rotronic und einen Platinwiderstand entwickelt, erfolgreich implementiert und qualifiziert. Des Weiteren wurde der Feuchtigkeitsfühler ausgemessen und ein Modell dafür erstellt. Diese Arbeit dient als Evaluationsschritt für die Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts. Entstanden ist eine analoge Elektronik mit 4 Messeinheiten, eine digitale Ansteuerungselektronik auf FPGA und eine Computeranwendung. Es wurden 2 verschiedene Schaltungskonzepte zur Kapazitätsmessung und 2 Widerstandsmesseinheiten implementiert. Auf den Bildern ist unser System einmal mit den Fühlern direkt angeschlossen links und einmal mit dem Fühlerkopf des bestehenden Produkts rechts zu sehen. Rechts ist die Oberfläche unserer Computeranwendung zu sehen. Hier können Einstellungen zum Messgerät vorgenommen und Messdaten aufgezeichnet werden. Man kann erkennen, dass die Messeinheit auf eine Änderung der Temperatur und Feuchte reagieren. Hier sieht man die Kapazitätsänderung des kapazitiven Feuchtefühlers und die Widerstandsänderung des Temperaturfühlers. Aus diesen Daten wird mit den entsprechenden Modellen die Temperatur und Feuchte ermittelt.